Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr alle heute gekommen seid zu meiner Vernissage-Ausstellung namens Rock, Pop und Art. Die Musikrichtungen von den verschiedenen Künstlern interessiert mich besonders. Ich höre, während ich male, nur deren Musik. Also die meisten Sänger und Sängerinnen hier gefallen mir besonders gut. Bei Billie Eilish kann ich nicht so viel mit anfangen, aber das habe ich für meine Tochter gemalt. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und gebe gleich das Wort weiter an meinen Ehemann Detlef. Ich mache ohne das Wort. Okay. Also ich rede laut genug, glaube ich, sagt man mir nach. Hallo erstmal, herzlich willkommen hier im Hochwald-Durlaub. Ich möchte mich besonders bei Herrn Joas und Herrn Butz ist nicht da, gell? Das sind Herr Butz, Herr Joas ist... Der ist nicht da. Der kann Feierabend machen. Der kann, okay, ohne die hätte es hier gar nicht stattgefunden. Bedanken wir uns sehr arg. Herr Raviol, der hat die Pressearbeit gemacht, hat uns in alle möglichen sozialen Medien untergebracht, in die Printmedien, sehr engagiert. Sehr herzlichen Dank. Bei unserer musikalischen Unterstützung, Dunja Hofheiz. Und alle unsere Freunde und Gäste, die zufällig da sind. Also mein Name ist Detlef Gutbellet, ich bin der Ehemann und der Mann von Beatrice. Was meine Frau und mich verbinden, sind seit 10 Jahren Liebe zur Kunst und dieselbe Musik, Rock und Pop und Klassik. Wir reisen gern, wenn wir Zeit davor haben und Corona das zulässt. Und egal wo wir sind, wir gucken immer was für Museen vor Ort gibt, zum Beispiel Amsterdam, das Van Gogh Museum, das Rijksmuseum in Amsterdam, der Louvre in Paris, München, Lenbachhaus, wo Kandinsky, Marc und Macke zum Beispiel ausgestellt sind und alte neue Pinakothek. Dann, ein bisschen schon länger her, waren wir im Met in New York und im Dalí Museum in Nordspanien in La Figueras. Und Frida Kahlo in Baden-Baden, das sind zwar alles Replike, weil kein Bild Mexiko verlassen darf, aber auch ein sehr schönes, sehr empfehlenswertes Museum. Und wenn sie stattfindet, die Arte in Karlsruhe jedes Jahr. Wir gehen auch zu verschiedenen Vernissagen und das war auch der Grund, warum wir das hier entdeckt haben. Und wir haben zufällig, hat der Künstler, der eigentlich heute hätte machen sollen, ist ausgefallen. Sonst wäre unser Termin erst in 2 Jahren gewesen. Und jetzt erzähle ich was zu meiner Frau. Beatrice. Geboren 1967 in Bietigheim-Bissingen und sie lebte von 1979 bis 1983 mit ihren Eltern in England, ging dort aufs Gymnasium. Danach ging es zurück nach Freiburg im Breisgau, wo ich zu der Zeit zufällig auch im selben Gymnasium war und hatte einen Leistungskurs, ganz überraschend, Kunst und Englisch dort. Danach wollte sie eigentlich Grafikdesign schon studieren, aber ihre Mutter hatte so schlechte Erinnerungen an Krieg in Dresden, hat gemeint, sie soll was lernen, was gescheit, wo man sie erlernen kann mit. Deswegen hat sie eine MTA-Ausbildung gemacht, hat auch gearbeitet an der Blutbank. Und irgendwann hat sie aber sich dann doch entschlossen, ist nach Mannheim an die Fachhochschule für Gestaltung, so heißt sie heute, und hat dort ihr Grafikdesign-Diplom gemacht. Seit 1995 arbeitet sie als Grafikerin im Verlagswesen, aktuell schon seit einiger Zeit bei Nussbaum Medien, die viele Amtsblätter aus der Region machen und davor auch viele Jahre Illustrationen im heutigen Magazin Tauchen. Sie ist früher unter Wasser, hat Fische gemalt und so. So, neben ihrer Arbeit hat sie 4 Kinder großgezogen. Irgendwann hat sie dann mal einen Mann kennengelernt, den hat sie geheiratet, hat noch 2 Kinder dazugebracht, weil 4 sind ja ein bisschen wenig. Und irgendwann habe ich sie überredet, weil in der Wohnung überall so schöne Bilder hingen, Ananas und Co., dass ich gesagt habe, du musst wieder malen, jetzt sind die Kinder alt genug, wir müssen irgendwelche Hobbys haben. Und wir sind dann losgezogen
haben Leinwände, Farben, Pinselstaffelei besorgt. Und dann hat sie ihr erstes Bild gemalt. Und wie sie sagt, wie in der Jugend, in den 80ern, wo man mit Papier am Schreibtisch gearbeitet hat, wird das Ganze heute erstmal auf dem großen iPad vorbearbeitet. Und dann malt sie das ab und interpretiert das in Acryl auf Leinwand. Und das ist ideal, weil man halt schön reinzoomen kann, die Einzelheiten rausarbeiten kann. Und dazu läuft dann immer die entsprechende Musik von Freddy, Amy oder Mick, die alle hier auch irgendwo hängen. Zusätzlich werden dann noch Videos geguckt über den aktuellen Künstler in den YouTube oder Arte, dass man so ein Hintergrund wissen, und mit dem Kopf voll mit diesen Gedanken wird dann gemalt. Und dann läuft wirklich stundenlang Amy Winehouse, bis das Bild fertig ist. Eines Tages gab es einen Aufruf in der Facebook-Gruppe Du bist Gaggenauer, wenn, wir kommen aus Gaggenau, dass das Radstüble, das ist dort die erste Adresse für ein deutsches Essen in Gaggenau, dass sie eine Künstlerin suchen, die die Wände behängt, so ähnlich wie hier. Die hatten also auch immer Künstler, und das war unser Einstieg für die erste Ausstellung. Die Besitzerin ist genau mein Jahrgang, auch genau, mag genau die gleichen Pop- und Rockstars wie wir. Das war eine ganz gute Verbindung. Es haben sich dann noch eine Zeit lang keine weiteren Künstler gefunden, dass wir ziemlich lang von 2019 bis 2021 da ausstellen konnten. Dazu kamen dann auch erste kommerzielle Erfolge mit Auftragen für Porträts. Oder was halt auch heute sehr populär ist, ob man es überall sieht, sind diese Schwarzwaldbilder. Man kann also ein schön hochauflösendes Bild abgeben und kann sich dann nach Absprache in einer Schwarzwälder Tracht mit entsprechendem Hintergrund, das sind zwei Beispiele, darstellen lassen. Noch ein Höhepunkt war, ihr kennt bestimmt alle den Comedian Bülent Ceylan. Der kommt aus Gaggenau, und bevor er seine Tournee startet, hat er immer das Programm Null, das wird zum Test einmal in einer kleinen Bühne in Gaggenau aufgeführt, in der Klackbühne. Und als der kam, ist das Kulturamt an meine Frau herangetreten, ob sie nicht ein Bild von ihm malen kann, und hat dann ein großes, einmal ein 60 Meter großes Leinwand, wo er drei verschiedene Szenen spielt, als Frau, also er ist dreimal drauf, und hat an dem Abend das Bild dann auch signiert, und das hängt jetzt Im Kulturamt. Dann kam bis vor kurzem noch eine Ausstellung, wenn ich saß, im Gaggenauer Rathaus. Das war auch ein bisschen feierlicher, das Ganze. Hier steht Gaggenau. Im Gernsbacher Rathaus, wo wir übrigens auch geheiratet haben, damals vor 10 Jahren, vor 7 Jahren. Das war ein bisschen feierlicher, weil auch der Bürgermeister gesprochen hat, eine Rede gehalten. Der Bürgermeister ist sehr für Kultur, unterstützt auch Künstler, und das war eine tolle Sache. Weitere Sachen wurden jetzt erstmal wegen Corona auf Eis gelegt. Da sind wir am Hoffen, dass es weitergeht. Beatrice hat über soziale Netze Kontakt zu Künstlern aller Welt, also auch Japan oder Israel, oder überall sind so Kunstaustausch, was ja ohne soziale Netze gar nicht möglich war. Und was ihr sehr wichtig ist, angefangen hat sie erstmal Bilder auf Leinwand zu malen, aber irgendwann hat sie gedacht, wenn man das Ganze noch in einen schönen Rahmen bringt, ist das Bild hochwertiger, und die Künstler haben es einfach verdient, auch in einem schönen Rahmen dargestellt zu werden. Zu ihren ausgestellten Werken, also die Motive kommen aus Pop und Rock. Sie malt auch Schauspieler, zum Beispiel das Tier aus der Muppet Show. Das ist der Drummer, der da am Drums ist, riesengroß gemalt, ging weg. Dann Reisen, Motiv von Reisen, die sich anbieten, diese Schwarzwaldmenschen. Und auch alte Künstler, also wir haben da jetzt Dali und Van Gogh und die Frida Kahlo dahinter. Oder auch Bilder, die sie gemalt haben, genau. Oder ganz, also und sowas wie das Mädchen mit dem Perlohrring von Johannes Vermeer. Oder spontane Inspirationen wie Feuerfisch, Nautilus, Wellen, Blüten oder unscharfes Bild von der Nachtaufnahme, wo Autos fahren. Ja, das reicht jetzt erstmal, also das ist genug Informationen. Ich wollte noch was über unseren tollen Musikstar hier sagen, Gunda Hofheinz, was sie selber sagt,
dass sie poetische Texte und verträumte Melodien sind. Der Stil ist Country, Pop oder Kentisch angehaucht. Jeder kann definieren, ob er es mag, aber es soll auf alle Fälle ins Herz gehen. Das ist ungefähr. Also jeder kann den Stil selber definieren, weil ich bin immer noch auf der Suche, es besser zu wiederzugeben, die Kurzfassung, da doch verschiedene Genres sich verschmelzen. Also wer hinterher gerne mir seine Version schildern mag, sehr gerne.
Mikro für euch gerichtet. Sondern frag dich, du machst alle Lieder selber. Genau, also das sind jetzt Lieder von mir, die ich selber geschrieben habe. Genau. Mhm. Und normalerweise spielst du auch Cello und in der größeren Band. Heute wegen dem Platz ist allein, aber eigentlich bist du in der größeren Band. Und genau, also ich habe jetzt letzte Woche auch einen Auftritt gehabt, da hatte ich rechts und links neben mir jeweils ein Cello und das unterstreicht die Lieder natürlich dann nochmal ein bisschen mehr mit den Melodien, die die Celli dann auch mitbringen. Also ich lese das noch ein Lied, mal noch was sagen, das Lied, wenn du Lust hast, gell? Okay, danke. Ja. Also unsere Kinder sagen jetzt schlaue Sinnsprüche zum Thema Kunst und Künstler. Ihr habt das Mikro. Zitate von Künstlern. Ohne Mikrofon. Ja. Wie du willst. Sag ich Stimme oder ist gut? Ja. Also ich beginne mit einem Zitat von Salvador Dali, welcher sagte, hab keine Angst vor der Perfektion, du wirst sie nie erreichen. Und ein Zitat von Eugène Delacroix, das Gemälde ist nichts anderes als eine Brücke, welche den Geist des Malers mit dem des Betrachters verbindet. Okay, ich mache weiter mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Laut oder Mikro? Ja. Also mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen. Und ein Zitat von Friedrich Schiller. Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. Ich habe zwei Zitate von Pablo Picasso. Das erste lautet, jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, Künstler zu bleiben, wenn man erwachsen wird. Das zweite ist einmal, das Werk, das man malt, ist eine Art Tagebuch zu führen. Ja, ich habe auch zwei Zitate und das war das erste von Andy Warhol. Denke nicht an das Erschaffen von Kunst, sondern mach es einfach. Lass alle anderen entscheiden, ob es gut oder schlecht ist, ob sie es lieben oder hassen. Während sie sich darüber entscheiden, erschaffe noch mehr Kunst. Und noch ein Zitat von Waldo Emerson. Jeder Künstler war zunächst ein Amateur. Ich habe auch zwei Zitate. Zitat von Winston Churchill. Malen ist die vollkommene Erholung. Ich kenne nichts, das den Geist vollständiger in Anspruch nimmt, ohne den Körper zu erschöpfen. Zitat von Pablo Picasso. Ein Bild ist nie abgeschlossen. Man kann ein Bild sein lassen und beschließen, nicht mehr daran zu rühren. Aber nie kann man darunter schreiben, Ende. Ich hoffe, das nächste Lied, wenn du es bitte möchtest ankündigen. Ja, ich kann ein bisschen was dazu sagen. Gerne. Habe ich erst Corona-konform Mikros noch getauscht. Jetzt spielen werde, heißt Perfect Match und die Idee dahinter ist, wann ist es ein perfektes Match? Das ist für verschiedene Bereiche, sei es jetzt im Wettkampf, dass die genau aufeinander abgestimmten Kontrahenten sich da finden und auf Augenhöhe sind, sei es in der Beziehung, sei es aber auch, wenn es in Krankheitsfällen, dass dann ja, das perfekte Match auch eine Rolle spielt. Und ich denke, jedem fallen da bestimmt noch weitere Punkte ein. Und das ist so eine Sammlung darüber, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Was ist das perfekte Match? Made age 7, time is out. Who's the one to take the first step? 6'5", 4, explain to see. None of them will come.
Little Marilena with hopeful eyes. A perfect donor could be your neighbor, the girl at your side. What's your perfect match? Also als ich Dunja bereit erklärt habe, hier zu spielen, sogar eigene Lieder, war ich ganz begeistert, weil die ganzen Rockstars hier haben ja auch eigene Lieder geschrieben und ich finde, man sollte auch jungen Leuten oder Songwritern die Möglichkeit geben, ihre eigens komponierten Lieder vorzutragen. Und ich war gleich Feuer und Flamme. Ich möchte mich bei dir bedanken für kommen und dein Spiel. Danke. Danke für dein Vertrauen. Ja, natürlich. Gitarre und Gesang wird immer. Und hier hat jemand kräftig die Werbetrommel gerührt für mich. Ich bin in sämtlichen Blättern im Umkreis Durlach und Karlsruhe erschienen und möchte mich bei Herrn Raviol bedanken. Also in Printmedien und online bin ich jetzt überall vertreten und möchte mich herzlich für Ihre Mühe bedanken. Die wichtigsten fehlen ja noch, die BNN und andere. Oh ja, das werde ich überleben. Vielen Dank, aber mit dem haben wir nicht gerechnet. Wow, ich habe das selber ausgesucht. Da lade ich Sie ein. Vielen Dank. Gut. Jetzt kommt das letzte Lied, oder? Wie ist es? Jetzt kommt das letzte Lied. Jetzt spielt Dunja noch das letzte Lied und dann könnt ihr euch die Bilder angucken und einen schönen Abend noch verbringen. Danke. Und das Knabberzeug und Sekt dann. Achso, es gibt dann noch Sekt. Und Knabberzeug. So, der nächste Song heißt Can Catch the Moon. Und ja, ist eine schöne Geschichte dazu. Ich hatte letztes Jahr irgendwann im Herbst den Vollmond bewundert und wollte ihn eigentlich fotografieren. Und wie das jeder ja kennt, so groß auf den Bildern ist der Mond nicht. Hatte mit einer Freundin, bei der ich auch zum Vocal-Coaching gehe, dann auch geschrieben bzw. dann telefoniert. Dass ich, ja, sie hat den Mond auch gesehen, sie wollte ihn eigentlich auch fotografieren, aber ja, you can't catch the moon, haben wir dann noch gescherzt. Eine halbe Stunde später war da schon ein halber Songtext dann entstanden. Ich schicke ihn ihr, sie schreibt zurück, das ist ja witzig, ich habe auch mit einem Titel Can't Catch the Moon was angefangen zu schreiben. Also es gibt zwei Songs, wobei vom Inhalt sind sie ein bisschen unterschiedlich und das ist jetzt meine Version von Can't Catch the Moon. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Take off.
Catch the moon. She just tried.